Hallo und herzlich willkommen bei Bioshock. Remastered. Wir spielen Bioshock. Es steht schon eine Weile auf meiner Liste. Also ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten Teil habe ich irgendwie nur eine Stunde gespielt oder so, weil die Steuerung anders war und ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen und habe dann aufgehört. Und auch, weil es dem ersten zu ähnlich war. Wahrscheinlich tue ich damit jetzt dem Spiel Unrecht, aber wir spielen erst einmal den ersten Teil in der Remastered Edition und ich muss einfach mal sagen, es läuft absolut fantastisch. Es sieht großartig aus und läuft bei mir in 4K mit ein paar hundert Frames und ich habe keinen NASA-PC und ich kann außerdem in 60 Frames für euch aufnehmen. Und ich glaube, das wird ein ganz tolles Abenteuer. Bioshock. Was soll ich sonst noch sagen? Hatte damals, als es rausgekommen ist, glaube ich, das bestaussehendste Wasser aller Zeiten und wohl auch ein herausragendes Ende. Bioshock Infinite habe ich auch sehr gemocht, aber davon kommt wahrscheinlich keine Serie. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil als Serie mache, den ersten Teil auf jeden Fall und er beginnt jetzt. 1960, Mitte des Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Gar nicht gut, Mann. Keine guten Voraussetzungen für ein Abenteuer in England. Nee, wenn man in der Mitte des Pazifiks abstürzt um 1960 rum, das ist keine gute Voraussetzung für ein vernünftiges Abenteuer. Aber es sieht jetzt schon fantastisch aus. Ich muss tatsächlich sagen, es sieht auch, wie ich finde, nach heutigem Standard großartig aus. Man könnte jetzt sagen, das Wasser sieht ein bisschen aus wie Quecksilber. Möglich, aber gut, was soll's. Ich finde es immer super, wie hier einfach so die Wasseroberfläche brennen kann nach so einem Flugzeugabsturz, weil dann irgendwelche Öle im Wasser sind oder sowas in der Richtung. Und dann facht nochmal neues Feuer. Okay, dann gehen wir da nicht lang, dann gehen wir da. Ah, zum Leuchtturm. Perfekt. Großartig. Das ist das einzige Stück Land, was wir jetzt hier entdecken können. Da draußen ist sowieso alles dunkel. Deshalb schwimmen wir einfach mal zu dem Leuchtturm. Mitten in der Nacht auch noch. Guckt euch mal den Mond an. Wie toll der aussieht. Okay, gut. Genug die Welt begafft und bewundert. Wir müssen jetzt erstmal zu diesem Leuchtturm. Vielleicht ist da ja irgendetwas drin, was uns helfen könnte. Aber wir sehen hier die Flut. Also, es ist irgendwie Flut, ne? Also, unser Flugzeug stürzt ja nicht ab, weil Flut ist. Das interessiert ja ein Flugzeug nicht. Aber wir sehen hier, die Treppen enden mitten im Wasser. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Oder ob so ein Leuchtturm halt so gebaut ist. Okay, bei Flut kannst du da nicht wirklich raufgehen. Oder, naja gut, ich meine, wie soll man hier mit einem Schifferboot, mit einem Ruderboot oder so vernünftig ranfahren, wenn da die Treppen sind? Das ist ja eine Schräge. Da würde man sich ja sein Boot kaputt machen. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen schwierig. Es scheint kein Dock zu geben oder kein Steg oder sowas in der Richtung. Vielleicht auf der anderen Seite. Aber da ist auch nichts. Wahrscheinlich ist es auch eine sehr schlechte Idee, da jetzt hinaus zu schwimmen. Das sollten wir lieber lassen. Aber dieser Mond mit den Wolken. Okay, es scheint nur eine starre Grafik zu... Nee, die Wolken bewegen sich. Über dem Mond sieht man, sie bewegen sich. Okay, es ist keine starre Grafik, Mann. Ich bin beeindruckt, muss man mal so sagen. Wie wär's mit Licht? Ah, okay. Machen wir einfach mal das Gegenteil von Licht, wollte ich sagen. No gods or kings, only man. Und weil das Spiel so toll ist, hat es tatsächlich deutsche Untertitel. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Keine schlechte Vorstellung eigentlich, was die Menschen alles getan haben im Namen Gottes. Oder weil der König es so befohlen hat, sind zum Teil grausame Dinge.
Obwohl Könige sind ja auch Menschen. Schwierig. Was steht denn da? In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Ryan. Die große Kette steht da immer wieder. Ich weiß nicht, wo wir das lesen. Das muss... Ich glaube, das ist ein bisschen weiter unten. Ich scheine mich ja erwartet zu haben, oder? Irgendjemanden, sonst würde ja hier nicht das Licht angehen. Schön Bewegungssensoren und so. Da! Kunst. Okay. Kunst ist also ein Bestandteil des Ortes, an dem Andrew Ryan leben möchte oder leben will. Okay. Industrie gehört auch dazu. Erst dachte ich, das ist Hand in Hand arbeiten. Jetzt sehe ich irgendwie die linke Hand, wie sie eine Pistole hält. Oder irgendeine Schusswaffe. Es könnte auch eine Roboterhand sein von rechts. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich könnte sie so recht deuten. Und da hinten haben wir Wissenschaft. Das scheint so die drei... Oh, da ist noch was. Da ist... Oh, nur ein R. Vielleicht für Ryan. Also das scheinen so die drei großen Stützpfeiler von dem zu sein, was sich der Ryan erhofft hat. Und eben die große Kette. Wo sehe ich denn die große Kette? Das muss hinter diesem Banner sein. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Es klingt ja erstmal nicht verkehrt. Aber wir müssen uns mal kurz überlegen, wo wir hier sind. Wir sind gerade aus einem Flugzeug abgestürzt. Im Atlantik, glaube ich, 1960, in der Mitte des Atlantiks, stand da Pazifik? Weil ich bin so ein schlechter Gamer, wenn da jetzt Pazifik stand und nicht Atlantik. Die sind da abgestürzt, schwimmen erstmal durchs brennende Wasser, umgeben von Flugzeugwrackteilen und wahrscheinlich auch Leichen. Und wir schwimmen zu einem Leuchtturm. Und das Einzige, was in diesem Leuchtturm drin ist, ist erstmal ein Keller. Haben Leuchttürme Keller. Und darin befindet sich, was aussieht wie eine Tauchkapsel. Ein Ei mit einer Tür dran, über Wasser. Sieht aus wie eine Tauchkapsel. Tauchkugelhebel ziehen. Tauchkugel, keine Tauchkapsel. Okay, na, da gibt es wenigstens ein Service-Radio. Wenn mal irgendwas schief gehen sollte, gibt es hier so eine Notfallsprechanlage. Ist ja auch super. Wir ziehen den einfach mal, wenn wir was nicht tun, werden wir hier wahrscheinlich verhungern. Jetzt geht's tatsächlich abwärts. Mal gucken, ob es da jetzt sicherer und schöner und angenehmer ist als oben. 10 Fathoms stand da eben. Fathom ist irgendwie eine Tiefeneinheit, aber ich weiß nicht, wie viel das ist. 18 Fathoms stand da eben. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Oh! Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Das klingt nach einem vernünftigen Gedanken. Aber warum unter Wasser? Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts.
bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Also was auch immer ein Splicer ist, es ist da draußen und es stinkt und versucht die Kapsel kaputt zu machen, wenn ich es richtig verstehe. Aber er scheitert? Sie scheitert? Weiblicher Splicer. Es hat den Typen getötet und kommt aber nicht in die Tauchkapsel rein. Hä? Was? Ja. Oh, ja. Na klar. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Nach oben? Also an die Oberfläche, oder wie? Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Na schön. Du lässt mich nicht hängen. Du sprichst mit mir über ein Funkgerät. Okay, wir sind also definitiv unter Wasser. Dieser Splicer eben hat versucht, in die Tauchkugel reinzukommen und hat das auch eigentlich ziemlich gut geschafft. Also hier kann man ja durchgucken. Also ein paar Minuten Arbeit und die wäre hier durchgekommen. Bin ich mal von überzeugt. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay, werden wir tun. Da steht eine Vita-Chamber. Was ist das? Kann man hier drücken? Was ist das? Vita-Chamber. Sollte es passieren, dass dich einer der feindseligen Bewohner von Rapture tötet, wirst du in der letzten Vita-Chamber, die du passiert hast, wiederbelebt. Ein Teil deiner Gesundheit wird dabei wiederhergestellt und du hältst immer auch zumindest eine kleine Menge Eve. Vita-Chambers funktionieren automatisch. Sie müssen nicht aktiviert oder benutzt werden. Na, wunderbar. Okay, Vita-Chamber. Wissen wir Bescheid, ist denn irgendwas in den Koffern hier drin? Nee, aber sie lassen sich bewegen. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt, aber kann ich nicht öffnen. Was steht in der Zeitung? Rapture, Tribune. Rapture Tribune. Tribune? Sagt man das so? Heißt das so überhaupt? Was steht denn da? Rapture is dead. Also, Rapture ist tot. Und ich höre irgendwas flüstern. Wahrscheinlich ist der Splicer noch hier. Wir sollten lieber zusehen, dass wir wegkommen. Also irgendwie sieht es hier aus wie Protestschilder. Ein gewaltsam zerschlagener Protest. Sie schenkt mir einen Sarg. Das ist sehr nett, aber ich glaube, den brauche ich tatsächlich noch nicht. Meine Güte, warum ist denn hier alles kaputt? Kann mal einer vernünftiges Licht anmachen? Nur noch ein bisschen näher. Da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester. Oh, super. Irgendein Kampfbot. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Verdammte Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesimpel. Mein Atlas, Johnny ist tot, ne? Johnny ist der, der von dem Splicer getötet wurde. Wie schnappt man das einfach mal, diesen Schraubenschlüssel? Ja, ich denke mal, Rohrzange trifft es besser. Damit können wir einprügeln auf was auch immer. Wahrscheinlich auf Splicer. Na gut, haben wir wenigstens ein bisschen Waffe. Wo geht's jetzt? Ach, hier können wir durch, nicht wahr? Ah, perfekt, wunderbar. Einmal durchgekrabbelt und da brennt es schon. Oh! Fuck, das ist ja wie ein Horrorspiel. Wenn da so ein brennendes Sofa oben an einer Treppe steht und auf dich runtergerollt kommt. Oder wie so ein Klavier, was einfach anfängt zu rollen. Das ist nicht cool. Oh, ein Splicer, oder? Keine Ahnung, bist du ein Splicer? Ich geb dir auf den Sack, wie wär's? Thuggish Splicer. Eve-Spritze und Verbandkasten. Finde ich sehr cool. Man kann mit einer Taste alles looten, und zwar immer. Also es gibt irgendwie kein Inventar, man kann nicht zu viel dabei haben. Was ist hier los? Türsteuerung. Kaputt. Okay, ist was im Mülleimer drin? Pneumo, was heißt denn Pneumo? Pneu ist ja irgendwas mit Luft. Ja, guck mal, das ist ein Mülleimer und da ist ein Lufthahn dran. Oder es ist zumindest ein Kugelhahn mit einem Ventil. Oder nur ein Ventil. Also da könnte man Luft durchlassen oder ablassen oder einen Unterdruck erzeugen oder von mir aus auch Wasser einlassen. Keine Ahnung, was weiß ich denn? Es ist ein Mülleimer, meine Fresse. Wir gehen ja einfach mal hier weiter. Mit den beleuchteten Treppenstufen finde ich sehr schick. Plasmide. Okay, wir kriegen heraus, was Plasmide sind. Es ist geöffnet. Ja, fantastisch.
Es ist geöffnet. Wunderbar. Und da ist ein Gatherer's Garden, so ein Verkaufsautomat. Und da steht was umsonst. Elektrobolt. Top, wir müssen nicht mal was bezahlen. Von einem Plasmid namens Electrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Genau. So schnell daran gewöhnt, dass er erstmal Selbstmord begeht. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Wie wär's mit einer Faust wie Feuer? Also was haben wir eben gesehen? Wir haben Splicer gesehen, zwei Splicer. Und die sind vor diesem Eisentypen weggerannt, der scheinbar Big Daddy heißt. Und der Big Daddy hat ist einem kleinen Mädchen gefolgt. Hat sie scheinbar beschützt. Und weil das Mädchen gesagt hat, hey, wir sind sowieso schon fast tot, sind die weitergegangen und haben mich in Ruhe gelassen. Wunderbar, wir schießen auf den Türschalter, um ihn zu knacken. Danke, Spiel. Wir klicken jetzt einfach mal hier. Bäm! Geknockt. Oh Gott. Was ist denn vor da drauf? War da irgendwas? Ach nee, oh Gott! Das ist das halbe Flugzeug. Scheiße, Mann. Schnell mal durch hier. Hier können wir durch und da wieder raus. Und dann sind wir hier erstmal in Sicherheit. Weil wenn das erstmal angeknackst ist, dann wird es bestimmt instabil und alles geht kaputt. Hoffentlich gibt es hier Sicherheitsschleusen oder so, damit sich alle ersaufen, wenn irgendwo mal ein Riss ist. Da geht's nicht durch. Mann, das ist ja cool. Wie das zerbeult, das sieht echt gut aus. Wir verschwinden mal lieber von hier. Hier läuft das Wasser schon rein, aber wenigstens gibt es eine Tür, die zugeht. Rapture ist tot. Ach, da hinten wieder so ein Dingens. Da waren eben zwei Augen übrigens in der Wand, falls ihr es gesehen habt. Da oben ist so ein kleines Loch und da haben eben zwei Augen rausgeguckt. Also wieder ein Protestschild. Okay. Was haben wir da? Eine Eve-Spritze. Wunderbar. Und du hast noch ein bisschen Verbandszeug dabei. Was war das denn? Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Da, okay. Mit dem Rechtsklick können wir ganz wunderbar die Waffen wechseln. Das geht super. Bam, erstmal gestunt und eine übergezogen. Rums, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sogar erstaunlich gut. Kann ich da reingucken? Nein, immer noch nicht. Warum denn nicht? Da ist wieder ein Vita-Chamber. Okay. Wir können da immer noch nicht reingucken. Airlock active. Ha! Was er gesagt hat. Stirb! Sehr geil. Wir sehen links oben, wir haben viermal Gesundheit, darunter viermal Eve-Spritzen. Eve brauchen wir für unsere Plasmide. Und Eve nimmt er automatisch. Und Gesundheit müssen wir jetzt selber drücken. Oh Gott. Okay, der hält also nicht mehr lange stand, dieser Airlock. Deshalb werden wir einfach mal verschwinden von hier. Oh, da brennt einer. Warum brennst du, verdammt? Gott, Mann, ich hab den Gefallen getan. Du hast gebrannt. Das wollen wir nicht. Ich will mit brennenden Splicer nichts zu tun haben. Sind Splicer überhaupt Menschen? Das werden wir noch erfahren, nicht wahr?